Hallo, willkommen zu 3xM. Eine neue Folge, ein neues Thema. Ja, Freundlichkeit, Höflichkeit, mal einen anderen Menschen loben, wenn er eine gute Arbeit gemacht hat. Das sind meiner Meinung nach Dinge, die in unserer heutigen Zeit irgendwie immer seltener werden. So ist zumindest mein Eindruck. Und das finde ich schade. Ja, und vor allem, das kann ich auch nicht so nachvollziehen. Denn Freundlichkeit, Höflichkeit, mal ein Lob aussprechen, das ist ja für einen selbst kein großer Aufwand, wenn man das macht. Das macht einen ja nicht ärmer. Im Gegenteil, du erzeugst bei deinem Gegenüber ein gutes Gefühl. Derjenige fühlt sich richtig wohl, wenn du zu ihm höflich bist, freundlich bist, in dem Gespräch vielleicht mal lächelst. Das ist doch eine ganz andere Gesprächsatmosphäre. Das ist doch viel angenehmer, als wenn du jemanden vor dir hast, der so muffelig wirkt, der unfreundlich, unhöflich ist. Ja, natürlich, jeder von uns hat mal einen schlechten Tag oder ist mal schlecht drauf oder hatte kurz vorher eine Situation, über die man sich jetzt noch ärgert und dann wirkt man vielleicht ja nicht so freundlich. Na klar, aber es gibt ja auch Menschen, die vom Charakter, vom Wesen her immer unfreundlich, unhöflich sind, die immer so muffelig wirken. Ne? Und das merkst du auch irgendwie, wenn du jemanden vor dir hast, der irgendwie immer so ist, von seiner Art her, was einfach für mich dann unangenehm ist. Oder ob du jemanden vor dir hast, ja, den du gerade in einem ungünstigen Moment erwischt. Ne? Der ist gerade nicht so gut drauf. Der ist nicht immer so, in dem Moment ist er halt so. Das merkst du irgendwie. Ne? Zumindest geht es mir so. Und ich versuche eben, ja, Menschen aus dem Weg zu gehen, die so irgendwie so, wie sagt man so, so dauerfrustriert wirken. Die einfach so immer so unhöflich, unfreundlich wirken, die nie lächeln oder irgendwie, ja, freundlich zu einem sind. Solchen Menschen versuche ich immer aus dem Weg zu gehen, weil ich dann für mich auch merke, ich fühle mich dann unangenehm. Das tut mir nicht gut, wenn ich mit so einem Menschen dann in Kontakt bin, mit so einem Menschen reden muss. Ne? Also, wenn ich ein Gespräch habe oder wenn ich mit jemandem rede und es ist so eine kühle Atmosphäre, so eine unfreundliche, unhöfliche Atmosphäre, da fühle ich mich nicht wohl. Und ich möchte gerne Menschen um mich haben, die mir gut tun. Ne? Das geht euch doch ähnlich. Wenn ihr zum Beispiel, ja, man kann auch mal sagen, eine gute Arbeit gemacht habt, ob jetzt an der Arbeitsstelle oder im Freundesbekanntenkreis, habt ihr für jemanden was gemacht, habt das wirklich gut gemacht und derjenige lobt euch dafür, er spricht euch ein Lob aus. Leute, denkt doch mal selbst drüber nach, das geht doch runter wie Öl, wenn man für eine geleistete Arbeit ein Lob bekommt. Ja, natürlich nicht für jede Kleinigkeit oder so, aber wirklich, wenn etwas wirklich gut gelungen ist, man hat was wirklich vielleicht auch schneller gemacht, als man andere erwartet haben. Es ist einfach perfekt geworden. Und dann bekommst du dafür ein Lob. Dann wird das nicht einfach so hingenommen, dass das einfach gut gemacht ist. Nein, du wirst mit einem Lob für deine gute Arbeit bestätigt. Das ist doch ein tolles Gefühl. Ja? Und überhaupt wird irgendwie auch so an der Arbeit von Vorgesetzten, von Chefs, zu wenig gelobt. Das ist ja mit das günstigste und einfachste Motivationsmittel für Mitarbeiter. Mal ein Lob aussprechen. Wie gesagt, nicht für jede Kleinigkeit, für jeden Handgriff, den man macht. Das ist klar. Nein, wirklich für eine Arbeit, die wirklich sehr gut gelungen ist, sehr schnell gemacht wurde, wo alles passt, wo eine gute Idee drin steckt. Und das wird halt einfach nicht so hingenommen, dass es eben gemacht ist, sondern der Vorgesetzte, der Chef, lobt den Mitarbeiter und bestätigt ihn für diese gute Arbeit. Das geht doch runter wie Öl. Das ist ein Motivationsschub. Und das wird von vielen Vorgesetzten und so, glaube ich, zu wenig angewandt. Dieses Mittel, um Mitarbeiter zu motivieren. Die Mitarbeiter, die fühlen sich ja auch viel wohler im Unternehmen. Die gehen viel mit einem viel angenehmeren Gefühl zur Arbeit.
weil sie wissen, hier wird meine Arbeit wertgeschätzt. Das wird mir bestätigt, indem ich auch mal eine Rückmeldung, eine positive Rückmeldung von meinem Vorgesetzten bekomme, in Form eines Lobes zum Beispiel. Ja. Jetzt werden vielleicht manche sagen, ah ja gut, es wird natürlich an der Arbeitsstelle vorausgesetzt, dass du deine Arbeit richtig machst, gut machst. Das ist eine Voraussetzung, das wird ja erwartet. Ja, natürlich wird das erwartet. Und ich spreche ja auch nicht von der allgemeinen Arbeit und wegen jeder Kleinigkeit. Aber es gibt doch Situationen, wo wirklich etwas herausragend gut gemacht ist, wo es dem Unternehmen vor allem, sage ich mal, ja, wo das Unternehmen profitiert, vielleicht ein guter Abschluss für einen Vertrag mit einem anderen Unternehmen, man hat was wirklich gut verhandelt oder was weiß ich, es gibt ja unzählige Möglichkeiten. Unzählige Möglichkeiten, wo dann wirklich der Vorgesetzte, der Chef, diesen Mitarbeiter mal in seiner guten Arbeit bestätigen kann. Das geht doch runter wie Öl. Ne? Einfach mal von sich selbst ausgehen, wenn man in so einer Situation wäre. Ne? Also meiner einer, der fühlt sich da sehr wohl und wertgeschätzt, wenn man für eine sehr gut gemachte Arbeit eine positive Bestätigung in Form eines Lobes bekommt. So geht es zumindest mir. Ne? Ja, und ich wollte das Video ganz einfach mal machen, weil dieses Thema irgendwie immer aktuell ist. Ne? Es ist immer präsent und man hat immer mit Menschen zu tun, die einem ja so unfreundlich, unhöflich rüberkommen. Das ist etwas, was ich so gar nicht für mich, ja, auf mich einwirken lassen möchte, weil es mir eben nicht gut tut. Ne? Und gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentarbereich. Wie seht ihr das mit dieser Freundlichkeit und Höflichkeit in unserer heutigen Gesellschaft? Wie steht ihr dazu, gelobt zu werden oder mal ein Lob auch auszusprechen? Ist das für euch wichtig? Ist das für euch nicht so wichtig? Und wie gesagt, wenn du gelobt wirst an der Arbeitsstelle zum Beispiel von deinen Vorgesetzten, du gehst ja, hatte ich ja schon gesagt, viel mit einer viel besseren Grundeinstellung täglich zur Arbeit. Es gibt ja viele Menschen, die gehen zur Arbeit, ach, weil sie müssen und haben schon gar keine Lust, morgens dahin zu gehen, immer der gleiche Trott. Und wenn jemand ein Lob bekommt für die Arbeit, die er in einem Unternehmen leistet, das ist doch ein ganz anderes Gefühl dann, täglich auch zur Arbeit zu gehen. Ja. Oder eine andere Sache, wenn ihr mit jemandem sprecht, freundlich und höflich zu einem seid und auch mal lächelt im Gespräch, ja, es kann durchaus sein, wenn ihr dass dieser Mensch, zu dem ihr freundlich, höflich seid, dass der den ganzen Tag vielleicht an die Begegnung mit euch zurückdenkt, weil er immer noch im Kopf hat, Mensch, das war aber ein freundlicher, höflicher Mensch. Du kannst mit so einem Gespräch, mit einem Lächeln im Gespräch, einen anderen Menschen ja den ganzen Tag irgendwie verschönern. Das Erlebnis dann mit dir, in dem Gespräch mit dir, in dem freundlichen Gespräch, das trägt ihn durch den ganzen Tag, weil er ein schönes Erlebnis hatte, sich mit einem freundlichen, höflichen Menschen zu unterhalten, der auch mal ein Lächeln geschenkt hat in dem Gespräch. Daran denkt manche Menschen vielleicht den ganzen Tag und der fühlt sich wohl. Das trägt diesen Menschen durch den Tag. Er denkt immer wieder an die Begegnung mit dir zurück. Das kann durchaus vorkommen. Ne? Wenn dieser Mensch zum Beispiel im Rest des Tages auf Menschen trifft, die unfreundlich sind, muffelig wirken. Und dann denkt er sich immer wieder, Mensch, aber mit dem, das war so schön, das Gespräch, das war so angenehm, so eine angenehme Gesprächsatmosphäre. Und das tut diesem Menschen gut. Und das meine ich ja, ihr tut ja auch anderen Menschen was Gutes, wenn ihr freundlich und höflich zu diesen Menschen seid. Und so geht es mir. Ich fühle mich ja auch gut, wenn ich höflich und freundlich bin und mal lächle im Gespräch, weil ich merke, wie gut das dem anderen Gesprächspartner tut, wie wohl er sich in meiner Umgebung fühlt. Das tut mir ja auch gut, da fühle ich mich doch auch wohl.
Das ist eine Win-Win-Situation. Das ist einfach das Beste, was es gibt. So eine Atmosphäre. Deswegen einfach mal freundlich, höflich sein, mal lächeln zwischendurch im Gespräch. Das kann doch einfach nicht so schwer sein. Ich weiß, es gibt Menschen, die sind ja von Grund auf, vom Charakter, vom Wesen her, anscheinend immer muffelig, unfreundlich, unhöflich. Und sowas kann meiner einer einfach nicht nachvollziehen. Ne? Da tue ich mich schwer damit. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin erwähnt, ich versuche solchen Menschen aus dem Weg zu gehen, weil sie mir nicht gut tun. Sie ziehen mich runter. Wenn ich einen Menschen vor mir habe, der so ist, wie ich jetzt beschrieben habe, so schlecht drauf ist, immer so schlecht drauf ist, so eine Art Charakter ist, da will ich nichts mit zu tun haben, weil ich wirke, das zieht mich runter. Das macht ja mich dann richtig schlecht drauf in dem Moment, obwohl ich nicht so bin. Aber in dem Moment zieht mich das runter. Ne? Wenn ich so einen Menschen habe, der so eine negative Lebenseinstellung hat. Nee, das ist nicht meine Welt. Ich möchte Menschen um mich haben, die eine positive Lebenseinstellung haben, die lebensfroh sind. Wie gesagt, jeder hat einen schlechten Tag, davon rede ich ja nicht. Aber vom Grund auf, von der Grundeinstellung eben positiv sind. Die herzlich sind, freundlich sind, höflich sind, die auch mal in der Lage sind, andere Menschen zu loben oder nicht nur für eine geleistete Arbeit zu loben, auch mal, wenn jemand was, sag ich mal, sich gekauft hat, was Schönes, was Tolles. Und das ist wirklich, das gefällt einem, das ist wirklich schön, das ist wirklich toll, egal jetzt was für ein Gegenstand, was auch immer. Und dann gibt es Menschen, denen gefällt das, was der andere da hat. Aber die können das nicht ausdrücken im positiven Sinne, dass es ihnen gefällt. Ne? Also denen fällt das schwer, diesen Menschen dann dafür zu loben, was er sich da gekauft hat oder was er da sich gebaut hat oder was weiß ich. Obwohl es einem gefällt. Und da sage ich doch, Leute, wenn euch das gefällt, was der andere hat, dann sagt es doch ihm. Lobt ihn dafür. Mensch, da hast du aber was Schönes gekauft. Das sieht ja richtig gut aus. Das ist ja richtig toll. Mann, toll. Oder da hast du was gebaut oder gefertigt. Das ist schön. Das sieht richtig gut aus. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Das sieht toll aus. Na? Dann sagt das doch, wenn euch was gefällt von jemandem anderen. Lobt ihn dafür. Bestätigt ihn in seinem Kauf. Das können viele nicht. Da schwingt auch immer so wieder vielleicht ein bisschen Neid mit. Habe ich auch schon ein Video gemacht über die Neidgesellschaft in Deutschland. Wenn jemand was Schönes hat, irgendwie gefällt es einem, aber man will es nicht zugeben. Man will den anderen nicht bestätigen, dass das was Tolles ist. Das ist doch irre. Was soll denn das? Bestätigt den doch, wenn es euch gefällt, dass es was Schönes ist. Also auch da kann man ein Lob aussprechen. Und nicht nur jetzt für eine gute Arbeit, die jemand gemacht hat. Es gibt viele Möglichkeiten, bei jemandem ein gutes Gefühl zu erzeugen, indem man eben die richtigen Worte findet, indem man herzlich ist, freundlich ist, indem man ein Lob ausspricht, indem man mal lächelt. Seid doch einfach mal, ja, man sagt so schön immer, nett zueinander, nett untereinander. Die Welt ist doch schon ernst und schlimm genug. Gibt doch überall nur viel Negatives auf der Welt. Und dann lasst doch die Menschen untereinander einfach eine angenehme Atmosphäre haben, eine freundliche, herzliche Atmosphäre haben, wo jeder von profitiert. Der, der freundlich ist, der die Freundlichkeit empfängt, alle fühlen sich wohl, es ist doch wunderbar. Und das verstehe ich einfach nicht, dass die Menschen das sich alle immer so schwer machen. Und ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Ne? Okay, will das Video nicht so lang machen. Ganz einfach mal meine Gedanken eben zu diesem Thema Freundlichkeit, Höflichkeit, andere Menschen loben. Das wollte ich ganz einfach mal in diesem Video wiedergeben. Ja, und gerne eure Meinung dazu in den Kommentarbereich. Geht es euch ähnlich wie mir? Und habt ihr auch das Gefühl, dass das in unserer Gesellschaft irgendwie immer seltener wird? Legt ihr auch Wert drauf
auf einen solchen herzlichen, freundlichen Umgang? Seht ihr das auch positiv? Habt ihr eine andere Meinung? Wie auch immer, gerne in den Kommentarbereich. Freunde, das soll es gewesen sein. Bis die Tage. Macht's gut und tschüss.